Ah ja. Hier wieder ein Ort, an dem kranke Experimente gemacht wurden. Jetzt können wir hier gucken. Oh, eine gefrorene Leiche. Ah, keine gefrorene Leiche. Ha, super, mein Glückstag. Ah, Mano. Danke dir. So. Immerhin haben wir das jetzt auf uns genommen für 10 Sturmgewehrkugeln. Ah, endlich der Wappenschlüssel. Na Mensch. Man hat auch noch Glück hier. Ausnahmsweise. Auch wenn das Spiel sich manchmal denkt, what about no? Okay, gut. Dann lasst uns jetzt zurückgehen und lasst uns diese Flasche gleich benutzen, weil wahrscheinlich werden wir jetzt hier auf Monster treffen, die uns angreifen. Ich kann mir jetzt nämlich ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die hier alle in ihren Dingern drin bleiben. Oh oh. Es kommt näher! So, jetzt überlege ich ganz kurz. Wir können erstmal ganz schnell alle Räume abklappern, die mit dem Wappenschlüssel versiegelt waren. Nee, hier wollte ich noch gar nicht lang. Da hinten wollte ich lang. La 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 la, wir schleichen hier durchs Herrenhaus. Mal wieder. Aber das haben wir eigentlich schon lange nicht mehr gemacht bei Resident Evil. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich in jedem Teil ein Herrenhaus gibt oder sowas. So, Verbandmittel. Eine seltene Teilebox. Gewehrmunition für ein Gewehr, was ich nicht dabei habe. Also irgendwie, wie gesagt, ist uns das Glück hier nicht so hold. So, Pistolenmunition gibt es ein bisschen was. Müssen wir halt damit auskommen. So, ich übergebe erstmal hier mal diese Teileboxen, weil die brauche ich ja nicht. Dafür... So. Wie gesagt, gucken wir uns erstmal an, was hier hinter diesen ganzen... Okay, da hinten ist auf jeden Fall jetzt ein Monster im Gang. Um genau zu sein, dort. Ja, ich sehe dich ja schon. Aber solange du dich da nicht wegbewegst. Was machst du denn da für Verrenkungsübungen? Ah, fuck it. Thank you.
So. Gut, kurz mal eine Mini-Heilung reingehauen. Gut, das kann... Ah, ich glaube, es sind hier ein paar... Auf jeden Fall neue Gegner unterwegs. Was mich ja im Allgemeinen schon mal nicht so anmacht. So, jetzt gucken wir mal. Genau, hier gab es auch nochmal eine Tür für den Wappenschlüssel. Ah ja, das ist die Abkürzung nach unten. Gut. Das bedeutet, unser Glück lauert jetzt irgendwo hier hinten. Lauert ist dann wahrscheinlich auch das richtige Wort dafür. Ah ja, mal wieder ein paar Akten zu lesen. Tagebuch des Leiters der Forschungsanstalt 2. Heute kam Stuart vorbei und lieferte die Proben, auf die wir gewartet haben. Das Ouroboros-Virus. Wir haben unsere Arbeit an Tiphobos beendet und wenden uns nun Ouroboros zu. Die Untergrundebene der Anlage wird extra für diesen Zweck umgebaut. Ich bin so aufgeregt, dass ich weiter unter Alex brillantem Intellekt arbeiten kann. Ja, mittlerweile dürftest du eh schon tot sein. Ja, wer hätte das gedacht? Ein Edelstein in einer Vase. Okay, dann knöpfen wir uns mal die Kiste vor. Oh, immer bis zu kurz vor Schluss und dann ist wieder Ebbe hier. So, den ersten haben wir. Und dann... Und dann, und dann... Und dann den zweiten. Und wieder eine Teilebox. Yay. Immerhin, unten können wir dann mal unsere Waffen aufbessern, aber ein bisschen Munition zuvor zu finden, wäre ja auch nie übel. So, Sicherheitskarte Stufe 2 haben wir jetzt. So, noch ein bisschen Munition, aber auch nur sehr, sehr wenig Munition. Findet Natalia noch irgendwas? Natalia, such uns Munition. Du kleines Munitionstrüffelschweinchen. Leider nicht. Na gut. Okay, wir haben ja die Schnellverbindung nach unten bereits freigeschaltet. Also... Uah! Oh, verbrenne! Sorry, Leute. Oh Mann, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass der hier oben durch eine Lüftungsanlage durchbricht. Dieses Spiel ist doch immer wieder für Überraschungen gut. Oh Mann. Vor allem das jetzt gerade, wo ich nur noch so wenig Munition habe. Aber besser als früher, als man sich alles so in den Zwischenmenüs kaufen konnte. So. Ja, wie gesagt, es ist hier so die Schnellverbindung nach unten. Und hier ist der Arbeitstisch. Kapazität Stufe 3, Feuerrate Stufe 3, geladener Schuss Stufe 1. Multischuss Stufe 1. Okay, Kapazität tauschen wir aus. Genau wie nichts weiter. So, dann können wir an der Pumpgun noch was bestimmt was machen. Die halte den Abzug gedrückt, um die Feuerkraft zu erhöhen. Ja, und der Multischuss packen wir auch noch rein. So. Jetzt haben wir noch unsere Sicherheitskarte. Stufe 2 und können damit endlich weiter in diese Anlage vordringen. Du musst erschöpft sein, Natalia. Brauchst du eine Pause? Mir geht's gut, Barry. Danke trotzdem. Siehst du hier. Best Follower in Town. Oh, da gibt's Flaschen. So. Kombinieren wir sie zu Brandflaschen. Wie gesagt, ich mag am meisten eigentlich die Brandflaschen. Sind meine Lieblingsflaschen. Ein Desinfektionsmittel.
Gut. Dann weiter hier in der Anlage. Wobei es jetzt irgendwie ziemlich schnell ging, nachdem wir dann den Wappenschlüssel hatten. Der muss ja auch nicht immer alles mega lange dauern. Was haben wir hier? Ah, eine Brandflasche als Vollloot quasi. Hier hinten sehe ich ein grünes Kraut. Hier wieder einige von unseren lieben Freunden. Ein paar blaue Kisten, aus denen wir Schrotmunition holen. Ja, es könnte hier gleich zu einem Fight kommen, weil so wie wir jetzt hier gerade... Pistolenmunition ist voll? Nee, ist überhaupt nicht voll. So wie wir nämlich gerade versorgt werden mit Stuff, schließe ich das einfach mal darauf, dass wir hier gleich einen Fight haben werden. Da können wir nochmal auf diese Explosions... auf das Explosionsfass schießen. So, gibt's noch Pistolenmunition. Naja, hier kommt auf jeden Fall gleich ein Kampf. Aber unter Garantie. Deswegen schon mal alles nachladen hier. Verbandmittel. Gut, dann würde ich mal sagen, legen wir den Hebel um und finden heraus, was da auf uns zukommt. Stirb! So, erstmal gucken, wo die jetzt hier kommen. Alle Türen werden verschlossen. Sind die Gefahr. So, die haben wir. Ja, und es sind auch noch Flugviecher hier. Nein! Ach, fuck it. Ach du nein! Nein! Oh nein! Oh, fuck it! Fuck it! Mann, das lief noch so gut am Anfang. Aber dieses scheiß Flugding jetzt. Ah, das hat's natürlich versaut. Ach, Mann. Das nervt natürlich, aber egal, das machen wir es natürlich hier nochmal. Ach ja, gut, dann sammeln wir mal wieder alles neu ein. Sammeln wir alles neu ein, was wir hier so haben. Was natürlich schade ist, ist, dass ich jetzt halt meine Sniper hier nicht habe, aber ich habe eh nicht genug Munition, wenn dann schon dafür.
Lass mal alles hier wieder mitnehmen, was wir hier so finden können. Was auf jeden Fall diesmal besser laufen muss, ich muss diese Flaschen und so besser platzieren. So. Was natürlich auch fies ist, dass diese Riesenkäfer einen praktisch one-hitten können. Das ist natürlich ziemlich mies. Okay, ich glaube, wir haben alles. Gut. So, dann würde ich mal sagen, aktivieren wir nochmal die ganze Szenerie. Ach, da oben ist noch was, was wir noch holen können. Das hat jetzt leider nicht so viel gebracht für den zweiten. Okay, den ersten haben wir. Alle Türen werden verschlossen. Dich haben wir auch. Nein! Wow! Das Monster kommt! Ja, ich merke das schon. Kommst du denn her? Das Monster! Nur noch einen Moment! Halte durch! So, wo ist das andere Monster? Da hinten. Oh Mann. Abnormale Virenmengen festgestellt. Oh nein, nicht der da oben auch noch. Alle Türen werden verschlossen. Nicht der da oben auch noch. Nein. Nein, och Manno, das ist ja jetzt super gemein. Jetzt noch der Große auch noch mit dazu. Alter, das wird jetzt hier echt ein ziemlicher Tanz werden. Na super.